Ja, guten Tag, liebe Modellbaufreunde. Ich wollte euch heute mal zeigen anhand der MC20 Graupner Hot, beziehungsweise die MC16 ist ja gleich, die Einstellung von Flugphasen an einem Drei-Wege-Schalter, weil ich habe hier die Sticks hier installiert, die Stickschalter, Drei-Wege-Sticks, beide Seiten. Und ja, ich habe hier, könnt ihr jetzt kaum sehen, ich habe hier die vorderen beiden Schalter links und rechts geopfert. Spielt aber keine Rolle. Es geht jetzt einfach nur darum, dass man Flugphasen installiert am Drei-Wege-Schalter. Und ich habe mir da einen Ast abgebrochen und das wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, weil jetzt eine Lösung ansteht. Ich habe die MC16 gehabt die ganze Zeit und dachte eigentlich, dass die Fernsteuerung eine Macke hat, weil ich habe Software-Update gemacht und alles Mögliche. Hat alles nichts gebracht. Ich habe in Foren geschrieben, in der Facebook-Gruppe von Graupner. Ja, da kam ich mir schon ein bisschen doof vor, weil eigentlich irgendwie einige haben mir gesagt, ja gut, die Mischer brauchst du gar nicht, beziehungsweise die Flugphasen, und die sind viel zu kompliziert. Eigentlich habe ich die ganze Zeit das nicht so empfunden, weil es recht gut ist, bloß da war irgendwo ein Haken drin und den habe ich jetzt rausgefunden. Es steht in der Anleitung, steht geschrieben, das kann ich euch, ich hole die mal eben raus und dann zeige ich euch das, was da drin steht. Dann fällt euch auch auf, was falsch ist. Eine Sekunde. So, jetzt habe ich die Anleitung mal rausgefuhrwerkt und hier steht ja, ich hoffe, das ist gut sichtbar, das ist Seite 158 im Buch und da steht hier, drei Stufenschalter sollten Sie immer von der Mittelstellung aus zuweisen. Das bedeutet für mich, ich stelle ihn auf die Mittenstellung und wenn er mich fragt, benutzen Sie einen Schalter, um ihn zuzuweisen, dann bringe ich ihn in diese jeweilige Position von der Mittenstellung aus. Das lese ich daraus. Fakt ist aber, es ist genau andersrum. Und zwar ist es wie folgt. Ich demonstriere es jetzt mal hier in diesem Schalter. Wenn ihr diesen Schalter habt, dann müsst ihr den, bevor ihr im Programm hier drauf geht und anwählt, welchen Geber ihr haben wollt, müsst ihr den vorher in diese Position bringen, in der ihr die Flugphase haben wollt. Das heißt, er muss jetzt, wenn ich hier vorne zum Beispiel Landung haben will, muss er jetzt vorne stehen, dann würde ich hier hingehen auf Geber auswählen und würde ihn dann aus dieser Position zurück in die Mittenstellung stellen. Und dann habe ich es. Und dann kann ich die nächste Flugphase anwählen. Das werden wir jetzt auch mal zusammen machen. Wir werden das komplett anlegen, da gibt es jetzt dann keine Fragen mehr und ich hoffe, dass das auch einige andere nutzen können. Ich muss mal gucken, wie die Kamera hier steht, dass das am besten ist. So, ich hoffe, das kann man jetzt vernünftig lesen einigermaßen. So. Wir machen jetzt einfach mal hier Folgendes. Wichtig ist hier, Modell ist Test, ist klar, gebunden ist er auch. Modelltyp. Das wird jetzt eine Simulation anhand einer Vierklappenfläche. Ich habe da was aufgebaut zum Testen. Das ist jetzt einfach mal hier so ein Regler und ich habe da einfach mal vier Servos angeschlossen. Das sollen hier die beiden Wölbklappen sein und das die Querruder-Servos. Der Rest bleibt erstmal weg, weil darum geht es ja auch gar nicht. So. Jetzt haben wir hier, Motor an K1 muss aktiv sein, sonst könnt ihr diese Scheiße nicht programmieren. Sorry für den Ausdruck, aber ich weiß nicht, wer das sich ausgedacht hat bei Graupner. Das heißt, wenn ich jetzt ein Segelflugmodell hätte, müsste ich trotzdem Motor an K1 einwählen, sonst könnte ich keine Klappen programmieren. Ist natürlich ein bisschen doof. Leitwerk normal und dann habe ich hier zwei Querruder, zwei Wölbklappen. Das ist das, was für euch noch wichtig ist. Und dann gehen wir hier rüber auf... Dann gehen wir mal ein Stück runter. Wo ist es geblieben? Hier, Phaseneinstellungen. So, jetzt wollen wir wie folgt. Wir machen einfach mal nur drei Phasen. Wir machen eine Normalphase, dann gehen wir hier rüber. Ist ja hier. Machen aktiv und dann suchen wir uns eine Phase aus. Normal. Das ist einfach jetzt nur ein Name, das spielt keine Rolle. Die zweite Phase wird für uns Landung. Wo ist er hin? Da ist Landung. Und die dritte Phase nennen wir einfach mal Thermik, wenn wir sie finden. Thermik, so. Dann hätten wir das schon abgeschlossen. Können wir wieder zurück. Jetzt gehen wir auf Phasenzuweisungen. Und jetzt wird es nämlich interessant mit den Schaltern. So.
Es gibt die Prioritäten. A und B haben eine Priorität. Das heißt, sie überlagern hier C, D, E, F. A geht vor B und B geht vor diesen anderen. Jetzt will ich mir die Normalstellung, möchte ich ja jetzt, also wir haben hier, normal steht ja hier schon hier unten, die möchte ich jetzt auf diesen Stick auf die Mittenposition stellen. Das heißt, ich muss ja vorher die Position anwählen, wo ich diese Phase haben will. Das heißt, er steht ja jetzt auf der Mitte. Will das auf Priorität A haben, damit diese Mittenstellung hier auf jeden Fall immer der Normalzustand ist. Nur rein, dass es rein optisch so ist. Jetzt wähle ich Set. Gewünschten Schalter in die Einposition. So. Jetzt muss ich natürlich das Folgende machen. Jetzt mache ich ihn ja eigentlich aus. Aber wir sehen das gleich. So. Jetzt habe ich den Schalter nach vorne gemacht. Das heißt, ich habe jetzt auf der Mittenstellung normal. Jetzt wollen wir die Landung programmieren. Gehen wir hier runter. Wählen Landung aus. Und dann sagen wir, wir legen den hier auf C. Landung wollte ich diesen Schalter hier vorne haben, dass die Landung ist. Jetzt mache ich den auf vorne. Ach, jetzt hat das wieder weggemacht. Jetzt mache ich Schalter vorne. Landung. Wähle jetzt C aus. Betätige den Schalter wieder in die Zurückposition. Jetzt habe ich normal in der Mitte. Und wenn ich jetzt nach vorne gehe, müsste ich Landung da stehen haben. Jetzt hat er Landung gemacht, Schalter ist vorne. Jetzt mache ich wieder hier auf die Mitte, müsste da normal stehen. Jetzt steht da normal. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich habe ja hier noch einen Schalter auf der Seite. Jetzt möchte ich Thermikstellung. Da möchte ich diesen Schalter, ich kann vielleicht noch ein bisschen weiter ausrichten. Knirscht ein bisschen, Vorsicht. So. Ja, jetzt möchte ich diesen Schalter hinten haben. Das mache ich jetzt. In dieser Position möchte ich jetzt die Thermikstellung haben. Jetzt wähle ich hier Thermik aus. Gehe auf D. Man könnte jetzt auch E oder F nehmen, spielt keine Rolle in dem Fall. Ich mache es nur, dass es nebeneinander ist. Jetzt will er wieder einen Geber betätigt haben. Der steht ja jetzt auf Thermik und setzt ihn jetzt zurück auf die Mitte. Jetzt hat er eine erkannt. Ich betätige jetzt den Hebel Richtung Thermikstellung, müsste hier Thermik stehen, zur Kontrolle. Steht Thermik, macht den wieder zurück. Jetzt gehen wir mal hier rüber, wollen wir mal von normal auf Landung schalten. Steht hier Landung. So, das Ganze könnten wir natürlich jetzt einen zurück, hier auf Phasen trimmen. Hier ist das ganze Menü so aufgebaut, dass wenn ich jetzt einen Schalter betätige, jetzt stehen wir in der Normalstellung, da ist ja der Rahmen drum. Wenn ich jetzt die Landung programmieren möchte, muss ich hier den Knüppel in die Landestellung bringen, dann springt das um auf Landung. Und jetzt könnte ich hier die Werte programmieren. Und zwar ist hier, die erste Reihe ist Höhenruder, zweite Reihe ist Querruder. Und wenn ich dann nach rechts gehe, kommen hier die Wölbklappen. Das heißt, ich programmiere jetzt einfach mal irgendwie eine Richtung hier. Ich mache mal Querruder, keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach nur mal irgendeinen Wert. Einfach nur für die Optik. Machen wir mal plus 20, wir nehmen mal davon aus, oder 25. Wir gehen einfach mal davon aus, das wäre jetzt nach oben, Querruder. Dann gehen wir rüber auf die Wölbklappen und die machen wir natürlich nach unten. 60%. So, dann hätten wir das programmiert schon. Höhenruder lassen wir jetzt erstmal weg. Haben wir da sowieso nicht angeschlossen. Müsste man auch ein bisschen erfliegen, deswegen lassen wir das einfach mal weg. Jetzt gehen wir wieder zurück auf Normal. Programmieren die Thermikstellung, das heißt Schalter bewegen in die Thermikstellung. Haben wir die Thermikstellung. Gehen wir hier rüber und dann wollen wir die Querruder leicht runter machen. Das heißt, wir machen jetzt mal einfach mal minus 10%, ist jetzt mal übertrieben, aber nur damit man sieht, dass sich was bewegt. Wölbklappen machen wir natürlich auch 10% runter. So. Dann wäre der Programmierabschnitt schon fertig. Jetzt sehen wir auch hier im Hauptmenü, steht hier auch Thermik. Gehen wir wieder zurück in die Normal. Hier nochmal betätigt, dass wir auf die Landung kommen. Steht hier Landung. Und jetzt werden wir einfach mal ein bisschen hochkurbeln, wegkurbeln. Und ich hoffe, ich kriege euch dabei drauf. Das Handy macht jetzt. So. Und werden einfach mal das Ganze einfach mal anschließen. Das machen wir erstmal hier so ein bisschen. So, jetzt habe ich aber die Servos angeschlossen. Man sollte HF natürlich einschalten, das wäre natürlich ganz korrekt.
So, jetzt können wir mal probieren. Ich hoffe, ihr seht das. Ich versuche jetzt mal die Querruder zu bewegen. Querruder funktionieren. Jetzt mache ich mal einfach mal den Landestell. Ich kurbel euch ein bisschen näher ran. Das ist dann einfacher zu sehen wahrscheinlich. So, und noch ein bisschen näher dran. So, ich mache jetzt mal einfach mal den Schalter in Richtung Landung. Das will ich scharf haben, Kollege. Das ist jetzt die Landestellung. Würde funktionieren. Querruder nach oben, Wölbklappen nach unten, ist sogar zufällig richtig. Jetzt haben wir ja noch gesagt, wir haben die Normalstellung und auf der Seite hier haben wir noch die Thermikstellung. Damit müssten alle nach unten gehen. Ja. So, das hat funktioniert. Und viel mehr ist das auch gar nicht, aber man muss das einmal wissen, wie das funktioniert. Sonst fummelt man sich in Wolf. Und das ist, glaube ich, bei der MC 28 und 32 das Gleiche. Sie hat halt nur mehr Funktionen, aber vom Programmieren her müsste es das Gleiche sein. Und ja, ich bin jetzt auch nicht der Profi, aber ich habe es jetzt so rausgekriegt und so hätte ich es auch gerne. Man kann natürlich noch, gucken wir noch mal eben kurz, man kann natürlich noch eine Schaltzeit eingeben, damit, wenn man das jetzt auf dem Schalter liegen hat, diese Phasen, damit das nicht so ruckartig geht mit den Klappen, sondern so schön seicht, kann man noch eine Zeit einstellen. Das ist, glaube ich, hier neben gewesen. Ich muss jetzt nochmal gucken. Landung. Ne, keine Uhr. Das war falsch. Er hat irgendwo noch eine Uhr. Wo man eine Zeit einstellt. Motor. Hier ist die Umschaltzeit, genau. 0,1 Sekunden. Wir machen das jetzt mal auf eine Sekunde. Gehen wir da raus. Jetzt hole ich euch mal die Servos einfach mal hier zur Kamera hin. Wenn ich jetzt auf Landung gehe, müssten sich die Servos ganz langsam in Stellung bewegen. Das machen wir jetzt mal. So. Das heißt, schnell gehen sie zurück und langsam gehen sie in die Landung. So kann man sich das schön programmieren. Man kann natürlich auch noch eine Ansage mit reinmachen. Brauche ich aber nicht. Das läuft dann unter Ankünden. Da können wir hinterher nochmal ein Video zu machen. Ich werde es aber jetzt nicht brauchen. Vielleicht kommt es hinterher als Spielerei mal rein, aber ich brauche es nicht. Ja, das waren wie gesagt die Flugphasen. Mal erklärt. Ich werde es auch in diese Gruppen einmal reinposten, damit man sich das angucken kann oder andere arme Seelen, die auch da verzweifeln. Ja, dass man da was Anschauliches hat zum Nachschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Novembersonntag. Der ist leider heute ein bisschen verregnet, aber ist natürlich ideal, um ein bisschen zu basteln. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.